Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Das schwarze Auge Satinas Ketten. Neuer Tag, neues Glück, würde ich sagen. Gestern ist es ja ein bisschen lauter geworden durch die Bohrungs- und sonst irgendwas arbeiten. Und da dachte ich mir, ich breche das gestern einfach mal ab und fange heute in alter Frische nochmal neu an. Und ich habe gleich neue Erkenntnisse für euch, die eventuell nur für mich neu sind und ihr euch jetzt denkt, okay, das wussten wir schon alle. Aber ich habe doch letztens gesagt, Aventurin wäre ein Stein. Und damit hatte ich vollkommen recht, nämlich wird Aventurin ohne das E geschrieben und das Land oder die Welt, in der das schwarze Auge quasi spielt, das ist Aventurien. Versteht ihr, was ich meine? Also, ich habe mich quasi halb geirrt, aber das Wort ist ja so sehr ähnlich. Und wisst ihr, was mir noch aufgefallen ist? Wir sind ja in Aventurien und die Welt, aus der Nuri kommt, ist Nerutneva und das ist Aventurien rückwärts. Oder gespiegelt halt. Ja, das wollte ich jetzt ein bisschen wirken lassen. Und ich würde sagen, das ist mir tatsächlich gestern Abend eingefallen, als ich die Aufnahme beendet habe, so ein bisschen frustriert war und einfach mal über alles nachgedacht habe, weil ich hier momentan auch einen kleinen Hänger hatte im Spiel. Und ja, dann hatte ich diese Erkenntnis und war sehr fröhlich und konnte es kaum erwarten, die neue Aufnahme zu starten, um das alles zu erzählen. Aber na gut, wir sind jetzt hier beim Magier und wollen immer noch rausfinden, was es mit diesen Zahlen auf sich hat. Warum haben wir zur Hölle einen Magierhut? Habe nie verstanden, warum sich Zauberer freiwillig diese unförmigen Trichter auf den Kopf setzen. Ich habe jetzt gehofft, dass wir dem jungen Mann den aufsetzen müssen oder so. Keine Ahnung, wozu wir den noch brauchen werden. Lupe, Zauberglas. Erstaunlich. Hinter diesem Zauberglas ist die ganze Welt viel größer. Müssen wir die mit irgendwas hier verwenden, damit er was liest, was vorher entweder so gut wie nicht da war oder zu klein? Nein. Oder hier an den Dingern? Auch nicht. Wir verlassen den jungen Mann mal wieder. Und probieren es unten mal den Schrifttafeln aus, obwohl ich nicht glaube, dass das funktioniert. Denn wir haben ja die Schrifttafel quasi schon verwendet, indem wir diese Eos-Tafel ausgebrochen haben. Aber wir probieren es trotzdem. Nein. Hier sind noch mehr Tafeln, aber die kann ich nicht anwählen. Tür. Da ist der Typ ja dahinter. Bei Giacomo war auch nichts. Da erinnere ich mich auch noch dran. Der schickt uns nur weg. Götterkreis. So ein bisschen albern, aber... Nein, hier können wir auch nichts machen. Ich gehe mal wieder raus. Habe ich schon wieder draußen irgendwas übersehen? Diese trostlose Musik. Müssen wir irgendwas bei Ulfried anschauen? Nein. Beim Kräuterstand? Auch nicht. Hier sitzt gleich wieder nur Olgiert. Huch. Wo ist er hin? Ist das schlimm, dass er weg ist? Die Tür kommen wir nicht rein, hier kommen wir nur außen rum. Hier kommen wir wieder raus. Oh, die Schweinchen tun mir so leid. Habe ich irgendwas in der Wohnung vergessen? Die Kiste war leer, beziehungsweise da haben wir irgendwas rausgeholt. Was war es, das Wams? Ich glaube, das Wams, das Grüne. Bei unseren Eltern, aber das ist ausgegraut. Nee. Das ist festgefroren. Die Flamme brennt noch, als wir erst das Mittel gegen die Krähen gemacht haben. Schublade. Bild. Die kleine Schrift, erinnert ihr euch? Ihr sagt, er kann es nicht lesen. Was steht hier geschrieben? Rabenspitze, was hat das zu bedeuten?
Rahmenspitze. Das klingt wie ein Ort, wie ein Berg oder sowas. Was hat das zu bedeuten? Wir gehen in die Bibliothek und gucken nach. Wir haben doch Zugang zu den Werken. Oder wir fragen Herr Giacomo. So, na, hier hinter schnell. Ich würde sagen, wir fragen erstmal Giacomo und dann gehen wir in die Bibliothek. Eventuell hat er schon einen kleinen Tipp für uns. Na, rein in die Akademie. So, und hier hinein. Und schnell zu Giacomo. Nein, hier ist er, Geron, hier. So, Giacomo, weißt du was über die Rahmenspitze? Wir müssen reden. Rabenspitze. Sagt euch Rabenspitze etwas? Das hat Gwendling auf seine Zeichnung der Harfe gekritzelt. Wenn das nicht der Name eines Berges ist. Vielleicht findest du einen Hinweis in den dirographischen Werken der Bibliothek. Darf Bin gleich mehr? Zurück. Ich würde sagen, wir gehen erstmal. Wir hatten noch Geografie, Mathematik, Geschichte. Na, geh hier hin, Geron. Ars Magica, Historia. Wir fangen mal mit Geografie an. Rabenspitze. 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 Hier, der Berg Rabenspitze im Steineichenwald. Und auf dieser Seite hat Magistra Dorota den Weg zur Zauberharfe aufgezeichnet. Hervorragend. Super. Brauchen wir nicht mehr Infos? Ich guck mal, ob noch andere Bücher sind, aber er hat uns jetzt so schnell rauskatapultiert. Mathematik? Mathematik. Viele mehr muss ich... Das hat er schon letztens gesagt. Geografie? Das haben wir schon besprochen. Historia? Hier, Rabenspitze, geht's doch weiter. Warum haut er uns denn raus? Rabenspitze. Rabenspitze. Hier steht etwas von einer alten Schlacht bei der Burg Rabenspitze. Aber kein Wort davon, wo diese Burg liegt. Das haben wir schon bei Geografie rausgefunden und Ars Magica hier auch nochmal. Rabenspitze. Rabenspitze. Verdammt, irgendwo muss es hier doch etwas geben. Vielleicht in einem der anderen Regale. Seelenwanderung. Aber ich würde sagen, das war ja alles, oder? Ja, genau. Also was in Historica und, also Historia und, Errungenschaft Bücherwurm. Reden wir mal mit Giacomo, wie wir weitermachen. Wir müssen reden. Wenn er denn überhaupt mit uns darüber reden möchte. Artefakt des Seers. Sagt er hier was Neues? Was wisst ihr über dieses Artefakt? Was genau interessiert dich? Anders Thema sehen? Nee. Bin gleich zurück. Na? Hat es kurz mal gehangen? Gut, müssen wir jetzt in den Steineichenwald gehen? Weil er hat ja gesagt, es befindet sich dort. Haben wir eine Karte uns gemalt? Nein. Gar nicht. Was haben wir denn eigentlich Neues im Buch stehen? Haben wir überhaupt was Neues? Ich glaube, bei 25 oder so hat es aufgehört. Genau, eine lebensgroße Statue. Da lesen wir das doch erstmal durch. Drei unmögliche Aufgaben. Endlich, ich habe alle drei Aufgaben erfüllt. Jetzt nur raus aus dieser verrückten Welt. Zurück nach Andergast durch das Tor in den Traumgemächern. Na? Die Traumgemächer. Dieses verfluchte Tor lässt mich nicht passieren. Angeblich ist mein Geist von Finsternis erfüllt. Zum Glück hilft mir die Traumweberin. Sie sagt, ich muss mich in meine Albträume stellen und die Dunkelheit in mir überwinden. Das also war die Bedeutung dieses Reifs aus meinem Traum. Ein Zauberding, mit dem der Seher seinen Geist in den Rahmen gerettet hat. Wenn ich nach Andergast zurückkehre, sollte ich nachforschen, wo dieser Reif geblieben ist. Wieder zu Hause. Es ist Winter. Wie lange war ich fort? Die Harfe des Sehers. Ich muss sie finden, so schnell wie möglich. Vielleicht ist der Feenforscher noch in Andergast und hat etwas rausgefunden. Die ganze Stadt ist wie ausgestorben. Dafür sitzen überall die widerwärtigen Krähen des Sehers. Sie bringen den Menschen Albträume und treiben sie in den Wahnsinn. Zum König. Es war absehbar, dass die misstrauischen Zauberer mich nicht in die Akademie lassen. Jetzt kann ich mir nur noch vom König Everdan helfen lassen.
Jetzt kann mir nur noch König Everdan helfen. So. Aber auch zum König werde ich nicht vorgelassen. Vielleicht wird man seine Meinung ändern, wenn ich es schaffe, etwas gegen die Krähenplage zu unternehmen. Quinlings altes Zaubermittel könnte weiterhelfen. Die Magierakademie. Der Seher hat seinen Reif vom König Everdan gefordert, aber der König blieb standhaft. Der Reif wird sicher in der Akademie aufbewahrt. Ich muss mehr darüber in Erfahrung bringen. Vor allem aber muss ich den Standort der Zauberharfe herausfinden. Mit Sicherheit hält der Seher Nuri dort gefangen. Vielleicht kann ich dem Seher mit dem Artefakt eine Falle stellen. Er will es in seine Krallen bekommen und das macht es zu einem geeigneten Köder. Tja, wir sind hier wieder beim Ausgangspunkt angekommen. Götterkreis. Irgendwann hole ich alle Gebete nach, die ich auf dieser Reise versäumt habe. Aber erst rette ich Nuri. Können wir dieses Rätsel schon lösen? Der Herr über das Totenreich. Nuri wirst du noch nicht bekommen. Aber den Seher werde ich bald zu dir schicken. Wir gehen einfach mal den Kreis durch. Travia. Treu, fürsorglich, verlässlich. Und ein bisschen langweilig. Aber das habe ich nicht gesagt. Der unberechenbare Meeresgott. Die Kriegsgöttin steht uns im Kampf gegen Nostria bei. Meistens. Praios, der Götterfürst. Erster unter den Göttern. Erster unter den Göttern? Ich habe ja das letzte Mal bei Hesinde angefangen, weil irgendjemand von den Magiern hatte gesagt, mit Hesinde hat alles angefangen oder so. Müssen wir von hier zählen? Ich gehe erst mal weiter. Die Göttin der Liebe. Warum hast du alles so kompliziert gemacht? Zu Ingerim beten die Schmiede. Peraine segnet unsere Ernten. Glück und List. Noch hat Fex mich nicht verlassen. Die wandelbare Eidechse Ingval, von manchen auch Zar genannt. Der grimmige Firun. Hoffentlich hat Gwynling den Weg in deine Jagdgründe gefunden. Huch, das wollte ich nicht. Die Göttin der Weisheit hat in Andergast einen schweren Stand. Und bei Boron waren wir noch. Welche Zahlen stehen hier drauf? Moment. 5, 12, 1, 3. Wenn du der Erste bist, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3. Juhu! Glaube ich zumindest. Wir gehen mal runter. Der Ring. Kerzenleuchter? Müssen wir irgendwas an dem machen? Der Leuchter lässt sich weder rauf noch runterziehen. Okay. Können wir hier einfach runtergehen? Ja. Hier geht's nicht weiter. Da ist ein Abgrund anscheinend. Was steht hier drauf? Der Käfig des Asmodeus. Zur Verwahrung wertvoller oder verbotener Artefakte. Von kulminativer Schadensmagie umgeben. Besondere Obacht ist geboten. Die Schadenskraft überträgt sich auf jedes Subjekt oder Objekt, das mit dem Käfig in Berührung gerät. Sei es direkt oder indirekt. Was in den Käfig hineingerät, kommt somit nimmermehr hinaus. Unsichtbare Kraftfäden halten das zu verwahrende Desiderat im Mittelpunkt des Käfigs. Können wir den einfach zerdeppern? Ja, ich glaube, das war seine Antwort dazu. Da irgendwas ganz machen? Nee. Ihn anbrennen. Er hat ja gesagt, direkt oder indirekt. Weinkaraffe. Einen Schluck trinken? Auch nicht. Na, bleib doch mal hier oben. So deppern können wir es auch nicht. Den Hut. Wir setzen uns den Hut auf, weil wir jetzt ein Magier sind. Nein.
Wir hauen die Schrifttafel dagegen. Auch nicht. Haben wir einen neuen Text bekommen? Oh, geeigneten Köder. Nein, noch nicht. Die Lupe? Ich wüsste zwar nicht wozu, aber... Rezept. Herbarium, Tonkrug. Brauchen wir... Oh, dieses Ding. Um der alten Zeiten willen. Tonscherben. Wenn ich sie einfach hineinfallen lasse. Die Scherben schweben genauso darin wie der Holzreif. Mach ich das jetzt wieder ganz? Wenn ich jetzt oben durch den Krug greife. Au, verflucht! Nein, so nicht. Wir müssen also... Das war Zufall. Ja, ich habe das nicht nachgeschaut, ich schwöre es. Wir müssen uns bestimmt irgendwie runterhangeln. Vom Kerzenleuchter. Wie können wir denn an das Ding rankommen? Können wir... Der Leuchter lässt sich weder rauf noch runterziehen. Können wir nicht einfach draufklettern? Mit dem Ding geht das nicht. Oder kaputt machen? Was können wir denn hier eigentlich alles befingern? Das habe ich gar nicht geguckt. Bloß blank den Kerzenleuchter. Den Hut. Warum? Und jetzt? Nehmt ihn wieder zurück. Bleib doch mal hier. Ich verstehe es gerade überhaupt nicht, warum er das tut. Können wir hier noch irgendwas ranmachen? Ich versuche jetzt einfach mal alles zu benutzen. Was? Was? Ich finde das gerade sehr absurd. Können wir es anzünden jetzt auch noch? Nein. Jetzt was kaputt machen? Auch nicht. Ganz machen? Nein. Mit dem Messer? Ach so, damit das Ding hochgeschwemmt wird. Ah. Okay. Dann nehmen wir uns das Artefakt mal. So viel zu eurem unüberwindbaren Käfig. Und dann würde ich mal sagen, mit dem Artefakt in der Tasche und Geron, wie er uns vielleicht ansieht. Jetzt. Okay. Beenden wir diese Folge und machen beim nächsten Mal weiter, wenn es heißt, das schwarze Auge Satinavs Ketten. Bis dann. Tschüss.